Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Auf meinem Kanal reden wir sehr oft über Lernmethoden, generell wie man einfach am besten lernen kann. Und ich habe im tollen Internet eine Seite gefunden, auf der man Ranglisten erstellen kann. Und dort habe ich eine Rangliste gesehen mit verschiedenen Lernmethoden. Und ich dachte mir, was passt eigentlich besser auf meinen Kanal für euch als diese Rangliste? Und deswegen werden wir in dem heutigen Video uns diese verschiedenen Study-Methoden, Lernmethoden mal angucken. Und ich werde euch meine Meinung dazu sagen und dann dementsprechend auch diese Study-Methoden einordnen. Wir haben nämlich 5 Kategorien. Wir haben einmal die beste Lernmethode, dann eine sehr gute Lernmethode, eine Great, dann eine Kategorie mit Good, eine Kategorie mit Average, also so Durchschnitt, naja, und eine Kategorie mit würde ich jetzt nicht so empfehlen. Und zwar fangen wir, würde ich auch mal sagen, direkt an mit der ersten Lernmethode. Und zwar ist das die Pomodoro-Technik. Die Pomodoro-Technik ist sozusagen die Tomatenuhr-Technik. Man arbeitet 25 Minuten, macht dann 5 Minuten Pause und macht das Ganze 4-mal, bis man dann eine längere Pause macht. In meinen Videos empfehle ich ja die Pomodoro-Technik auch sehr oft. Deswegen ist es, wie ihr vielleicht schon denken könnt, eine Technik, die schon in den höheren Ebenen jetzt eingeordnet wird. Allerdings muss ich auch sagen, habe ich meine Kritik an der Pomodoro-Technik, gerade weil ich auch selbst momentan nicht mehr so gerne damit arbeite, weil ich einfach merke, dass mir diese Pausen, falls ich die wirklich dann zwingend machen muss nach 25 Minuten, mir einfach meinen Workflow zerstören. Das heißt, ja, okay, es ist cool zu sagen, hey, ich arbeite 25 Minuten, mache 5 Minuten Pause direkt danach, aber teilweise braucht man einfach diese Pause nicht, sondern es zerstört vielleicht eher den Flow, in dem man gerade ist. Ich würde sagen, ich finde das Konzept der Pomodoro-Technik gut, das heißt, wenn man sagt, ich arbeite einen bestimmten Zeitpunkt und ich konzentriere mich jetzt nur auf diese erste Session, dann mache ich eine Pause. Das Konzept finde ich gut. Aber dieses festgesetzte, okay, ich arbeite jetzt genau so und so viele Minuten, das finde ich nicht gut. Ich mag es eher, wenn man dieses flexible Konzept hat. Aber eigentlich kann man ja die Pomodoro-Technik so nutzen, wie man selbst möchte. Deswegen würde ich sie jetzt mal bei, ich sag mal, gut einordnen. Als nächstes haben wir dann die Methode mit Musik lernen, also Studying with Music. Und da muss ich direkt sagen, das gefällt mir eigentlich gar nicht. Ich habe auch vor einiger Zeit immer regelmäßig mit Musik gelernt, weil ich einfach dachte, dass mich diese Musik motiviert und irgendwie ja einfach dazu bringt, am Ball zu bleiben, weil ich Musik einfach sehr, sehr gerne mag und mich motiviert Musik einfach vor allem. Das ist eigentlich so mein Hauptgrund, warum ich Musik höre, um mich so in Stimmung zu bringen und zu motivieren. Deswegen dachte ich halt so, es ist eigentlich sinnvoll, Musik zu hören beim Lernen. Ich habe aber gemerkt, es stimmt bei mir persönlich einfach überhaupt nicht. Es lenkt mich einfach komplett ab. Und dann dachte ich mir halt, okay, wenn ich zum Beispiel koreanische K-Pop-Musik höre, die verstehe ich halt nicht, dann ist es vielleicht besser, weil ich dann nicht mitsingen kann, also lenkt es mich auch nicht ab. Aber wenn man dann die Songs irgendwie doch öfter mal gehört hat, kann man vielleicht schon so mitsingen oder kennt diese Songs auf jeden Fall schon, will aufstehen, will dazu tanzen, will sich bewegen, man freut sich über die Musik und ich finde, das lenkt einfach total vom Lernen ab. Aber natürlich ist das Ganze auch wieder eine ganz individuelle Frage. Es gibt ja auch einige Musikrichtungen oder Musikgenres, die vielleicht beim Lernen helfen können und ich denke, das ist auch bei jedem anders. Allerdings habe ich auch einfach jetzt für mich festgestellt, dass andere Lernmethoden, wenn ich zum Beispiel mit mir selbst rede oder mit anderen rede, dass die super hilfreich sind und wenn ich das mache, kann ich logischerweise beim Reden nicht Musik hören oder irgendeine Art von Musik hören. Deswegen würde ich jetzt mal diese Lernmethode Musik hören bei ganz unten einordnen. Also ich finde die Methode nicht so gut, aber ich kann auch verstehen, falls jemand anderes macht, weil ich mir auch vorstellen kann, dass es einigen bei bestimmten Genres schon helfen kann. Mich persönlich ist es wie gesagt eigentlich überhaupt nicht gut, deswegen kommt diese Technik ganz unten hin. Als nächstes haben wir dann Mindmaps als Lernmethode. Das machen wir vor allem sehr oft in unserem Englischunterricht, dass wir irgendwelche Mindmaps erstellen zu bestimmten Themen. Und das finde ich fürs Brainstorm richtig gut, dass man bestimmte so Verbindungen zwischen verschiedenen Konzepten, zwischen verschiedenen Fakten und Dingen einfach sehen kann. Ich mache es auch ab und zu. Ich muss sagen, ich glaube, ich mache gar nicht so viele Mindmaps, weil ich eher mir Dinge besser merken kann, wenn ich sie chronologisch irgendwie anordne und sage, okay, das resultiert jetzt aus dem, wenn das ist, passiert das. Und so Mindmaps gefallen mir persönlich nicht so oft, aber es ist, glaube ich, ganz gut, wenn man erstmal eine Sache brainstormen muss. Ich finde es zum Lernen persönlich jetzt auch nicht so gut, wenn man sich Dinge merken muss, um ehrlich zu sein, weil ich das Gefühl habe, dass man so oft Dinge vergessen kann, weil man halt nicht genau weiß, okay, aus dieser Bubble kommen jetzt noch 3 andere Sachen oder so. Deswegen, ich weiß nicht, wie soll ich es einschätzen? Ich benutze es nicht oft. Ich sehe den Purpose auf jeden Fall dahinter. Ich mache es auch ab und zu. Aber ich finde es, naja,
Ich würde es irgendwas zwischen Average und Good machen. Sagen wir mal, ich mache es bei Average rein. Machen wir jetzt weiter mit Teaching Others, also anderen Leuten etwas erklären, anderen Leuten etwas beibringen. Falls du schon meinen Klausurenphasen-Vlog gesehen hast, weißt du wahrscheinlich auch, dass ich das sehr, sehr gerne selbst mache. Also anderen Leuten gerne meine Themen, die ich lernen muss, erkläre. Und ich finde, wenn man anderen Leuten etwas beibringt oder erklären möchte, merkt man einfach, was einem selbst noch fehlt. Also natürlich, wenn du es anderen Leuten nicht erklären kannst, hast du es doch nicht verstanden. Und das ist so die Sache, die ich immer dann realisiere. Manchmal setze ich mich einfach so hin und erkläre dann irgendwie meinem Kissen oder so eine komplexe Sache aus meinem Biologieunterricht oder so. Und wenn ich dann einfach merke, ich kann es nicht erklären, merke ich dann, okay, ich habe es selbst nicht verstanden. Und das hilft mir halt total. Und ich habe auch schon in meinem Klausurenphasen-Vlog habe ich gezeigt, wie ich mir auch noch am Morgen vor der Klausur eine Sache selbst erklärt habe. Und generell dieses Active Recall, also nochmal aktiv Sachen wiederholen und versuchen zu erklären, finde ich einfach, glaube ich, wirklich die beste Lernmethode ever. Deswegen würde ich es auch ganz klar oben bei Best einordnen. Teaching Others, Best. Machen wir jetzt weiter mit der nächsten Lernmethode, die Reading Notes heißt. Also nochmal seine Notizen, seine Unterlagen durchlesen. Das ist eine Sache, die ich früher sehr oft gemacht habe und das irgendwie war meine Hauptlernmethode. Also ich dachte mir halt, bevor ich einen Test schreibe, lese ich mir nochmal alles komplett durch. Und das ist bis zu einem bestimmten Grad auch hilfreich und natürlich lernt man natürlich auch etwas, aber es ist nicht so effektiv. Wenn wir etwas lesen, ist das Ganze natürlich immer passiv, weil wir nicht wirklich aktiv damit arbeiten. Und wirklich dieses Active Recall, dieses aktiv damit arbeiten, ist das, weshalb wir uns Dinge merken können. Und deswegen ist einfach nur Dinge durchzulesen, zwar gut, besser als nichts zu machen, das hilft auch natürlich, aber es ist halt einfach keine gute Lernmethode, mit der man sich Dinge nachhaltig merken kann. Deswegen mache ich es auch bei Average rein. Und ich habe ja gerade schon ganz viel über Active Recall geredet und wir haben auch hier als Methode Active Recall direkt und dann würde ich es auch ja zu Best machen. Ich finde auch, man braucht natürlich auch logischerweise Active Recall, um dann anderen Leuten etwas beizubringen. Deswegen geht das Hand in Hand, aber Active Recall sehr, sehr gut bei Best. Die nächste Lernmethode ist Online-Videos. Ich denke, damit ist gemeint, dass man sich einfach, wenn man etwas lernen muss, sich zu diesem Thema so bestimmte Videos anguckt. Und das mache ich wirklich super oft. Eigentlich mache ich das wirklich bei fast jeder Klausur, fast jedem Test von mir, dass ich mir über das Thema Videos angucke. Weil ich finde, wenn man nochmal eine andere Person hat, die das einem erklärt, kriegt man nochmal so einen anderen Blickwinkel auf das Thema. Und gerade wenn das irgendwie etwas Komplexeres ist, wie zum Beispiel bei Biologie oder so, lernt man vielleicht noch so extra Informationen, die man einbinden kann. Deswegen Online-Videos ist jetzt nicht die beste Lernmethode, also nicht die einzige, die man verwenden sollte, aber es ist schon eine sehr gute Lernmethode. Deswegen mache ich es auch bei Grade rein. Als letztes haben wir noch die Spaced Repetition Lernmethode. Also nochmal zur Erinnerung, es gibt hier diese Vergessenskurve, dass wir nach einer bestimmten Zeit einen Sachverhalt wieder vergessen werden, wenn wir nicht regelmäßig wiederholen. Wenn wir die Sache dann aber wiederholen, wird die Vergessenskurve wieder neu aufgeladen, sozusagen. Und wir werden es etwas länger behalten. Und um diese Vergessenskurve immer möglichst lang zu lassen, um Dinge sich möglichst lange zu merken, müssen wir diese Dinge einfach mehrmals und öfter wiederholen. Das ist auch gerade die Sache, die ich immer sehr gerne bei so Vokabellern-Apps oder so probiere. Und deswegen, Spaced Repetition ist eigentlich eine Grundlage. Wir brauchen Spaced Repetition. Deswegen ist es, glaube ich, auch eine der besten Lernmethoden, würde ich jetzt mal sagen. Weil einfach das ständige Wiederholen sinnvoll ist, wichtig ist, eigentlich die Grundlage ist von Dingen, wie man sich die Dinge merken kann, indem man sie halt wiederholt öfter, bis man es irgendwann so oft wiederholt, dass man es einfach nicht mehr vergisst oder halt für seine lange Zeit nicht vergisst. Falls du dich jetzt auch für die wirklich besten Lernmethoden interessierst, würde ich dir sehr dieses Video hier empfehlen, denn dann habe ich dir einmal meine besten und Lieblingslernmethoden erklärt und Jocha erzählt, wie du diese für dich nutzen kannst. Falls dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und auch über ein Abo von dir. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis sehr bald mal wieder. Tschüss!